Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Mein Video heute ist kurz und knapp. Ich wollte euch nur ein paar Tipps und Tricks geben, besonders für die Leute, die jetzt gerne was online kaufen wollen, ob bei eBay, Amazon oder irgendwelche Online-Shop. Seid vorsichtig, besonders um die Zeit, immer Weihnachtszeit oder allgemein das ganze Jahr. Da sind sehr viele Betrüger unterwegs, die scharf sind auf eure Geld, die scharf sind auf eure Geld, auf eure Geldbeutel. Also seid bitte vorsichtig. Wenn du bei eBay etwas kaufen willst, lies immer erstmal die Kommentare und die Bewertungen, was die anderen Leute über diese Anbieter geschrieben haben. Schau, wie viel Prozent er hat. Hat er es eher ein positiver Anbieter mit 100% oder mit vielleicht 99%? Lies genau, was die anderen Leute geschrieben haben und versuch auch die Preise zu vergleichen. Also kauf nur bei Leuten, die wirklich Bewertungen haben, und die Leute, die noch keine Bewertungen haben, seid ein bisschen skeptisch, seid ein bisschen vorsichtig, versucht auch Kontakte aufzunehmen. Besonders bei, falls das zum Beispiel bei eBay, dieser Anbieter hat ein Unternehmen, dann geht man zu seiner Internetseite, sucht man nach seiner Adresse, nach seiner Telefonnummer, ruft dort an und versucht erstmal Kontakt aufzunehmen, und dann so seid ihr erstmal einigermaßen sicher, und dann habt ihr erstmal eine Ahnung, mit wem er dann Kontakt aufnimmt, ob das wirklich ein existierender Unternehmen oder ist das nur ein Scheinunternehmen oder diese Unternehmen existiert gar nicht. Also bitte seid vorsichtig. Am besten überweist das Geld nicht direkt an diese Anbieter, wenn er etwas kaufen will. Das ist wirklich sehr riskant, das ist sehr gefährlich. Versucht am besten die Sache per Nachname zu zahlen. Das heißt, der Anbieter schickt euch die Ware nach Hause, er bekommt die Ware und dann bezahlt ihr das ganze bar. Oder benutzt die Möglichkeit, heißt PayPal, das ist auch sehr gut. So könnt ihr nicht das Geld überweisen an diesen Anbieter, sondern ihr überweist das Geld an diese PayPal. PayPal benachrichtigt den Anbieter, dass er das Geld bekommen hat, und er überweist und er schickt euch dann halt eure Ware per Post. Wenn er dann die Ware nicht bekommt, schicken oder irgend sowas, er könnt immer noch von PayPal das Geld wieder zurückbekommen. Das heißt, der Anbieter hat das Geld nicht immer bei ihm, weil es gibt dann irgendwie diese Käuferschutz, und PayPal kann euch das Geld erstmal zurück überweisen, und so seid ihr sicher. Bei Amazon versucht, es gibt immer sehr viele Tricks letzter Zeit bei Amazon, versucht immer zu achten auf die Preise. Es gibt immer unterschiedliche Preise für die gleiche Ware, ob die Ware neu oder ob die Ware gekocht ist. Es gibt viele Waren, die neu sind, die gleichen Waren. Bei einem kostet 200 Euro, bei einem anderen kostet einen 100 Euro. Das sind 100 Euro mehr. Also bitte achtet immer auf die Preise, lasst euch Zeit, macht das nicht so schnell, zack, 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 nehmt euch Zeit und sucht und sucht und sucht und sucht und vergleicht immer die Preise. Wenn ihr etwas kaufen wollt bei solchen unbekannten Online-Shop, seid vorsichtig, liest erstmal immer, sucht erstmal nach dieser Adresse. Zum Beispiel, du kannst diese Firma nicht ganz gut, such mal nach ihrer Adresse. Falls dort eine Telefonnummer ist, ruf diese Telefonnummer an, ruf eine Hotline an und versuch dort einen Kontakt aufzunehmen und versuch nochmal zu recherchen über das Unternehmen, ob sie überhaupt existiert oder nicht existiert. Es gab in letzter Zeit sehr viele Betrugsfälle von vielen Betrügern, die eine sehr professionelle Internetseite gebaut haben mit einem professionellen Logo. Sie haben auch eine Steuernummer geschrieben und die sind registriert bei dem Handelsbuch und so weiter und so fort. Das war alles nur Lügen und Betrug. Also sei vorsichtig und kauft wirklich online. Kauft wirklich online, nur wenn ihr wirklich die Möglichkeit nicht habt, die Sache vor Ort zu kaufen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Sache vor Ort zu kaufen, dann kauft am besten die Sache vor Ort und lasst das Online-Ding erstmal in der Seite. Falls ihr merkt, hier handelt es sich um einen Betrug oder so, zum Beispiel er findet ein Handy, der normalerweise 700 Euro kostet, wie zum Beispiel
Beispiel ein iPhone und online kostet nur 300 Euro, dann bitte kommt und benachrichtigt die Polizei und sagt nicht, ah, das geht mir nicht an, mich könnt ihr nicht verarschen. Nein, bitte geht und benachrichtigt die Polizei, benachrichtigt eBay oder Amazon oder so. Weil so hilft ihr denjenigen, der vielleicht nicht genauso denkt wie ihr, vielleicht dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, deine Tochter, deine Partnerin oder Partner, kommt und kauft bei diesem Betrüger und verliert sein Geld. Also handelt und seid bitte vorsichtig und lieber 10-mal vergleichen, 10-mal suchen und anstatt euch verarschen zu lassen. Weil wenn wirklich das Geld weggeht, bekommt ihr nie wieder. Und am besten kauft auch nicht Waren, die im Ausland sind, weil wenn du etwas kaufst, natürlich es gibt viele Waren, die sehr günstig sind, zum Beispiel, der Anbieter ist in Hongkong oder weiß es nicht wo, er muss wissen, diese Ware muss er halt abholen am Zoll und dann muss er die Steuer zahlen und dann wird das richtig teuer. Also seid vorsichtig und ich sage euch tschüss und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.